König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Heute wollen wir mit euch auch wieder über Kurzgeschichten aus Nachtschicht reden. In dem Fall über Lastwagen, über Manchmal kommen sie wieder und über Erdbeerfrühling. Und zu diesem Zwecke haben wir uns wieder mal die ganz liebe Gästin Diana eingeladen. Hallo! Außerdem ist wie immer dabei der Flo. Hallo. Und der Jonas. Ich grüße euch. Ja, wir wollen wie gesagt heute wieder über Kurzgeschichten aus Nachtschicht reden. Und an der Stelle würde ich sagen, fangen wir gleich mit der ersten an. Und ich bitte Flo um die zeitliche Einordnung von Lastwagen. Naja, ich gehe in der zeitlichen Einordnung immer auf die Geschichten ein, die diese Geschichte der Geschichten. Aber heute will ich mal darauf eingehen, wie ich die zeitliche Einordnung einordne. Also ich will keine ausführliche Biografie machen. Wir haben in unserer Zukunft noch das Leben und das Schreiben. Das ist Kings Autobiografie, da werden wir das alles noch durchkauen. Aber so ein paar Eckpunkte möchte ich geben, damit man weiß, wo King in welchem Jahr stand. Stephen Edwin King wurde am 21. September 1947 in Maine geboren. Sein Vater war Donald King, der ging 1949 mal Zigaretten holen und kam nie wieder. Seine Mutter war Nellie Ruth King und er hat auch noch einen älteren Bruder, David. Das war ein Adoptivbruder, weil die Kings dachten, sie könnten keine eigenen Kinder haben. Die Mutter hat sich um die Familie gekümmert. Es gab oft Probleme, finanzieller Art vor allem. Sie sind oft umgezogen. Aber was es in der Familie immer gab, das waren Bücher. King ist also mit Schundliteratur groß geworden. Genauso wie dem Monsterfilm der 50er Jahre, den EC Comics und Autoren wie Lovecraft und Ray Bradbury. Und so kam es, dass er auch schon mit 12 Jahren seine erste Geschichte eingereicht hat. 1960 hat er zusammen mit Chris Chesley ein Fanzine veröffentlicht, People, Places and Things, mit 18 sehr kurzen Geschichten. Wenn wir da irgendwie rankommen, besprechen wir das vielleicht irgendwann mal. 1966 hat er die Highschool beendet und ging auf die University of Maine. Da folgten erste Romanversuche mit The Aftermath und Getting It On. Getting It On kennen wir schon, das ist später zu Amok geworden. 1967 veröffentlichte er seine erste Kurzgeschichte nach über 40 Absagen. Er studierte Englisch bis 1970, lernte dabei auch seine spätere Frau kennen und ab 1971 arbeitete er als Englischlehrer, wobei er hier so wenig verdiente, dass er nachts noch in einer Wäscherei arbeiten musste. Er hat weiter Kurzgeschichten geschrieben, das sind jetzt die, die wir hier besprechen hauptsächlich, und auch ein paar Romane, die aber unveröffentlicht blieben. So, mehr dazu dann in der nächsten Folge. Jetzt kommen wir erstmal zu den Kurzgeschichten. Wir fangen dann an mit Lastwagen. Lastwagen aus dem Jahr 1973, im Original Trucks, ist wie viele der Geschichten im Männermagazin Cavalier erschienen. Und ja, viel mehr gibt es da jetzt auch nicht zu sagen, außer worum geht's denn da, Jonas? Und zwar, eine Truppe von Menschen ist in einer Raststätte eingeschlossen, und zwar von zum Leben erweckten Nutzfahrzeugen, hauptsächlich Lastwagen. Ein paar Leute haben versucht zu fliehen, wurden aber von diesen überfahren. Ja, während sich die Menschen versuchen, ja, irgendwie da einzurichten in dieser Raststätte, fangen die Lastwagen an zu hupen und irgendwann bekommen sie raus, dass das Morsezeichen sind und die geben damit zu verstehen, dass sie betankt werden müssen und wenn sie das nicht tun, dann wird quasi die Raststätte eingerissen von einer Planierraupe und einem Kran, die da auch rumstehen. Die Menschen gehorchen dann und ja, so langsam wird ihnen klar, dass die ganze Welt von diesen Lastwagen unterjocht wird. Und damit endet die Geschichte. Genau, also ihr merkt schon, das ist auch wieder hochanspruchsvolle Literatur. Wobei ich zugeben muss, es hat ein paar nette Ansätze, aber dazu kommen wir gleich. Und auch hier würde ich sagen, die eigentliche Aufdröselung in einzelne Punkte sparen wir uns auch bei dieser Kurzgeschichte und reden einfach wieder frei, was wir darüber denken. Und da würde ich schon mal das Wort an unsere Gästin übergeben.
Ja, ich habe die Kurzgeschichte quasi gerade erst gelesen. Sie ist auch relativ kurz. Und meine erste Assoziation war, bin ich jetzt hier bei den Transformers gelandet oder so? Es ist halt wieder das für King relativ Typische, dass halt eben Alltagsgegenstände lebendig werden und sich gegen die Menschen werden und die versuchen, die Menschen platt zu machen. Ansonsten kann man da nicht allzu viel rausholen, denke ich. Es ist immerhin kein Mangler. Das kann man der Geschichte, glaube ich, zugute halten. Ja, aber nur, weil es keine Götterspeise gab. Vielleicht man weiß die nicht. LKWs ja schlecht Sprit getankt, man weiß es nicht. Ich glaube eher, 1968 ist, glaube ich, Night of the Living Dead erschienen. Und das ist einfach eine Zombie-Geschichte mit LKWs anstelle von Zombies. So ganz klassisch, eine Gruppe von Leuten wird an einem Ort irgendwo festgesetzt. Draußen lauert eine übersinnliche Gefahr. Ich mag die Art von Geschichten eigentlich, aber das kriegen wir später, glaube ich, auch noch besser. Es ist einfach eine kleine Zombie-Geschichte. Nicht mehr und nicht weniger. Was mir aufgefallen ist, dass ich glaube, bis auf den einen Versicherungsvertreter, der ziemlich schnell stirbt, kein Mensch einen Namen hat, dafür aber die LKW alle mit Marken genannt werden. Mhm. Das fand ich recht nett, dass quasi die auch mehr personalisiert werden als die eigentlichen Menschen. Mhm. Ja gut, was habe ich für eine Meinung zu der ganzen Geschichte? Die ist natürlich auch wieder ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es halt echt kurz, demzufolge auch relativ gnädig zum Leser, weil man muss sich halt das Elend nicht lange antun. Aber es ist halt relativ inhaltsleer, wie Flo schon sagte. Es ist halt eine Zombie-Geschichte. Wobei mich interessieren würde, ich bin jetzt in den ganzen Comic-Universen nicht so firm. Wie sieht's denn aus? Die Diana hat ja gerade gesagt, wegen Transformers und so weiter. Gab's die da schon zu der Zeit? 73, nein, ich denke nicht. Das ist eher so eine 80er-Jahre-Sache. Also, wenn wir richtige Comic-Nerds dabei haben, die uns da eines Besseren belehren können, sagt uns mal Bescheid, aber ansonsten nehmen wir das mal als Gegebenen. Aber das ist ein interessanter Ansatz. Denn, wie gesagt, King hat sich ja immer mal wieder von Comics inspirieren lassen. Und könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da quasi ein bisschen eine Pervertierung dieses Motivs da drin lag. Aber man weiß ja immer nicht, wer von wem geklaut hat. Also laut Wikipedia gibt es die Transformers seit 84. Okay, dann haben sie bei King geklaut, okay. Wie gesagt, die ganze Ursache des Ganzen wird ja überhaupt nicht erwähnt und da wird auch eigentlich gar nicht die Frage danach gestellt, wieso das jetzt passiert und wie man jetzt damit umgehen soll. Also es wird auch überhaupt eigentlich nicht großartig in die Zukunft gedacht, sondern die Menschen sind davon völlig überrumpelt und versuchen jetzt in dieser Situation irgendwie zu überleben, so gut es halt geht. Und das machen sie eigentlich gar nicht so schlecht. Also sie stellen sich zwar dämlich an, aber ich glaube, in dem Moment wäre jeder überfordert, richtig? Ja, du kannst dem LKW ja keinen Kopfschutz verpassen oder so. Es geht Ich glaube, wir kriegen ja sowieso nur so einen Ausschnitt aus einer größeren Handlung mit. Wir fangen ja mitten in der Action an und wir hören eigentlich auch mittendrin wieder auf. Was denkt ihr, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn es tatsächlich eine längere Geschichte gewesen wäre? Vielleicht hätte man dann auch eine Verbindung zu den Figuren gekriegt. Vielleicht hätten die sogar Namen bekommen. Naja, aber ich glaube, das war gar nicht das Ziel. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass diese Menschen keine Namen haben, weil sie eben. Und dazu komme ich dann gleich, ich übergebe erstmal das Wort an Jonas, vielleicht ergänzen wir unseren Punkt gleich gegenseitig. Ich denke, es wird ja am Ende ziemlich klar, dass das wahrscheinlich ein weltweites Phänomen ist. Und das ist quasi beispielhaft für Geschehnisse überall auf der Welt. Daher denke ich, die Namen sind überflüssig. Ich habe noch einen Gedanken. Mhm. Und zwar, ich fand's noch recht bemerkenswert, dass die Menschen noch nicht mal irgendwelche Theorien anstellen, warum so etwas geschieht. Mhm. Weil das, ich meine, ist eigentlich wahrscheinlich das Vernünftigste, was sie machen können, weil ändern
werden sie da dran nix. Aber es ist doch für Geschichten sehr ungewöhnlich, dass niemand eine Theorie anstellt und dann versucht, aufgrund dieser Theorie dem entgegenzuwirken. Hm. Naja, was ich halt glaube, und das ist, glaube ich, ein Kernelement in der Geschichte, es ist halt einerseits eine Zombie-Geschichte, da gebe ich vollkommen recht, aber es geht halt vor allem irgendwie um eine Thematik der Umkehrung von Evolution. Das zeigt sich in ganz vielen verschiedenen Dingen. Das heißt, einerseits wird ja oft erwähnt, dass die Menschen jetzt zurück in ihre Höhlen gedrängt werden oder sich so fühlen. Dass man jetzt nur noch ja der Lakai einer übergeordneten Rasse ist, dass man auch nur noch Beutetier ist in irgendeiner Form. Und ich denke, genau diese Beutetier-Mentalität oder diese Darstellung als untergeordnete Spezies, die wird halt vor allem dadurch erreicht, dass die Menschen keine Namen haben, sondern dass das relevante Element in der Geschichte wirklich die LKW sind und dadurch diese auch benannt werden, eben durch ihre Marken oder durch ihre Funktion. Aber eben nicht der Mensch, der eigentlich völlig austauschbar, namenslos und ein schlichtes Beutetier ist oder eine ja, Dino-Natur. Ich denke, du hast da recht. Ich sehe das auch als Gesellschaftskritik, wie wir es schon öfter hatten in dieser Zeit, die Menschen als Sklave der Maschine. Mhm, genau. Die immer voranschreitende Automatisierung und es wird immer schwerer für so, ja, vielleicht nicht so hoch ausgebildete Leute, wie halt auch King einer war, einen Job zu finden. Mhm. Das Thema hatten wir ja schon in den anderen Geschichten auch so hintenrum entdeckt, sei es der Rasenmähermann oder... Genau. Nein, und vor allem halt auch unser Umgang mit der Natur. Also so wie wir halt die Natur unserem Willen unterworfen haben, zum Beispiel wird ja dann auch erwähnt, dass diese Unterwerfung der Natur unser Verhängnis wird. Weil normalerweise hätte man sich halt problemlos in irgendwelche Sümpfe zurückziehen können, wo diese Trucks dann nicht hinkommen. Aber dann werden die halt planiert, genauso wie wir es halt jahrelang mit unserer Umwelt und unserer Natur gemacht haben. Und der Witz ist halt, warum sind es denn ausgerechnet LKWs? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Werden am Ende nicht sogar Flugzeuge am Himmel gesichtet und der Typ fragt sich, sind die überhaupt noch bemannt? Genau. Also man weiß es halt eben nicht, ob das jetzt die große Technikrevolte generell ist, so nach dem Motto, alles was fährt oder fliegt oder wie auch immer. Kann ja auch sein, dass da demnächst irgendwelche Kreuzfahrtschiffe unbemannt durch die Gegend tuckern und was weiß ich, alles mögliche andere rammen. Naja, aber ich meine jetzt explizit, warum sind es nicht die PKWs, sondern die LKWs? Weil die LKWs größeren Schaden machen? Aber müsste man nicht als, gehen wir mal von einer übergeordneten Macht aus, die irgendwelche Dinge besetzt, ja, die müsste ja theoretisch dann eigentlich auch PKWs erwischen. Vielleicht sind die LKW und die ganzen Nutzfahrzeuge quasi die Sklavenklasse. Der PKW. Die Arbeitssklaven der Menschen. Und die PKW sind mehr so die Haussklaven, die ein besseres Leben haben. Die werden gepflegt, die werden geputzt. Also wirklich im Sinne von Revolte. Ja, das ist auch ein interessanter Ansatz. Ich möchte kurz den Film erwähnen. Muss ich leider. Wobei, ich mag den Film. Er ist nicht gut, aber er ist sehr lustig. 1986 ist der Film Rear M, es begann ohne Warnung, erschienen. Und das Besondere ist, Stephen King hat ja selbst Regie geführt. Deswegen nehme ich das jetzt mal als kanonisch an. Und in diesem Film gibt es zum Beispiel eine Szene, in der ein Getränkeautomat seine Dosen auf Leute schießt und versucht, sie so zu töten. Also es ist sämtliche Technik in diesem Film, die komplett durchdreht. Aber in der Kurzgeschichte, und das war halt der Gedanke, der mir so durch den Kopf ging, die LKWs sind halt für uns momentan noch die dienstbarsten unter den Fahrzeugen, weil von denen hängt halt mehr oder weniger unsere gesamte Existenz mittlerweile ab, dass Supermärkte beliefert werden und was weiß ich nicht alles. Und die haben wir halt am ehesten noch unserem Willen unterworfen. Und genau diese Technologie, die wir unserem Willen unterworfen haben, unterwirft uns halt jetzt seinem Willen. Also wirklich dieses Element der dienstbaren Spezies. Das war eigentlich der Gedanke, auf den ich hinaus wollte. Da gebe ich euch aber generell vollkommen recht. Wie gesagt, gerade eben mit dem Ringschluss dann, dass die Flugzeuge eventuell schon unbemannt sind.
und natürlich auch mit dem Film. Da gebe ich euch schon recht, es ist halt eine generelle Technikrevolte. Aber ich fand es durchaus interessant, dass eben wirklich die PKW überhaupt nicht schmucken bis dahin. Mhm. Gut, okay. Dann glaube ich, also Symbolik, wie gesagt, wäre jetzt das Einzige, was mir einfiele, das mit den Umkehrung der Evolution und zurück in die Höhlen und so weiter und so fort. Und eben diese Naturzerstörung, Kritik und so weiter und so fort. Auf den Film sind wir ja jetzt gerade schon ein kleines bisschen eingegangen. An dieser Stelle kann ich echt nur sagen, dieser Film ist das beste Beispiel dafür, dass man King nicht auf seine eigenen Bücher loslassen darf. Das darf man einfach nicht. Das ist bis jetzt immer schief gegangen. Das war immer Grütze. Und er hat es ja eingesehen. Nein, er hat es nicht eingesehen. Er macht ja weiter. Nein, das ist der Einzige, wo er wirklich Regie geführt hat. Und er hat auch zugegeben, dass er davon nicht mehr viel weiß, weil er vollkommen zugeguckt war in der Zeit. Ja, okay, wenigstens hat er es eingesehen. Aber trotzdem, also es gibt Dinge, die darf man ihn einfach nicht machen lassen. Das geht nicht. Ja, aber ehrlich, es gibt eine zweite Verfilmung von 1997, die heißt einfach nur Trucks. Mhm. Und da gefällt mir der erste besser. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Wobei der, wenn ich mich nicht ganz täusche, war das doch nicht sogar so, dass da einzelne Szenen 1:1 reingeschnitten waren? Oder kenne ich da bloß irgendeine krude Version? Das wüsste ich jetzt gar nicht, nee. Keine Ahnung. Schon also lange bei, ich kann mich habe. Zum Beispiel erinnern, dass dieser lustige LKW aus Rea M, der mit diesem grünen, mit dieser grünen Fratze da vorn. Mhm. Ich glaube, der ist in Trax nämlich auch drin. Das kann sein. Aber ja, kann ich mich auch täuschen, das ist lang her. Ist auch ein sehr markantes Bild natürlich, der grüne Kobold auf dem LKW aus den Marvel Comics. Genau. Was man vielleicht zur Geschichte noch anmerken kann, ich habe überlegt, 73, wann war denn die Ölkrise? Die war erst einige Jahre später. Mhm. Das finde ich aber interessant, dass er ihnen, dass er den LKWs halt diese Schwachstelle trotzdem ja angedichtet hat. Mhm. Genau. Jo, gut. Zum Inhalt habt ihr jetzt nichts mehr, oder? Nee, glaube nicht. Nicht so wirklich, dafür ist die Geschichte zu kurz. Gut, dann würde ich noch ein Zitat bringen, denn das zeigt meinen Punkt mit dieser Evolutionsumkehr sehr schön. Mit Holzkohle Bilder zeichnen. Dies ist der Mondgott. Dies ist ein Baum. Dies ist ein Mecklastwagen, der einen Jäger erlegt. Gut, also Zitate, habt ihr welche? Nein. Nicht bei dem Wetter. Okay. Dann möchte ich euch um eure Bewertung bitten. Ich gebe 6 von 19 Punkten. Ich fand die Geschichte okay, aber ja, ein bisschen nichtssagend. War ja von der Idee her ganz gut, aber ein bisschen halbherzig umgesetzt. Ich würde mich da dem Jonas anschließen, würde auch 6 Punkte geben. Ich denke mir mal, wenn die Geschichte länger gewesen wäre und ein bisschen mehr ausgearbeitet, hätte man mehr draus machen können. Okay. Wie gesagt, ich mag Zombie-Geschichten. Ich mag auch so diese Gruppe von Leuten, die irgendwo festsitzen. Und ja, ich gebe zu, die Geschichte ist sehr kurz und ist wirklich nicht so toll, aber ich mag sie irgendwie. Ich habe so kleine, ja, ich habe einen Platz für sie in meinem Herzen. Ich gebe tatsächlich 9 Punkte. Und ich hätte nicht geglaubt, dass ich mich in dem Punkt irgendwann mal mit Flo einigen kann, aber ich gehe da auch vollkommen mit, denn ich habe auch 9 Punkte gegeben. Ich fand halt die Kurzgeschichte auch eigentlich eher so mäh, vor allem eben den Stil. Aber diese Idee mit dieser Evolutionsumkehr und der Rückkehr zum Höhlenmenschen ist sehr schön. Und das stimmt mich etwas gnädiger, weshalb ich dann wirklich auch auf 9 Punkten lande. Wir hatten jetzt gerade schon angesprochen, es gab die 2 Verfilmungen. Gab es dazu noch irgendeine andere Verwertung? Es gab noch ein Hörbuch, wie es ja von jeder Geschichte in Nachtschicht eine Hörbuchfassung gibt. Und das war es dann aber auch schon. Okay. Ansonsten hätten wir noch die Querverweise abzusprechen. Wir hätten hier natürlich einmal Onkel Ottos Lastwagen und die Kurz- oder Vollgas. Also das sind 2 verschiedene Geschichten. Und die drehen sich halt auch beide um außer Kontrolle geratene LKW. Aber es gibt halt auch andere Kurzgeschichten mit Fahrzeugen, mit Eigenleben. Zum Beispiel der Buick und Christine. Fällt euch noch irgendwas ein, was als Querverweis taugen könnte?
Das war's schon. Gut, dann hätten wir die auch durch. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zur nächsten Kurzgeschichte, wenn ihr keine Einwände habt. Mhm. Und fangen wir an mit Manchmal kommen sie wieder. Und an der Stelle übergebe ich wieder das Wort an Flo. Sometimes they come back. 1974. Die Geschichte ist auch im Magazin Cavalier erschienen. Viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Es ist dasselbe wie bei den meisten anderen Geschichten. Machen wir weiter mit der nächsten. Jonas. Jim Norman hat in seiner Kindheit miterlebt, wie sein Bruder von einer Jugendgang erstochen wurde, als ein Raubüberfall außer Kontrolle geraten ist. Jahre später bekommt er eine Anstellung als Lehrer an einer Highschool, nachdem er wegen einem Nervenzusammenbruch einige Zeit ausgefallen ist. Nach und nach sterben drei SchülerInnen aus seiner Klasse und werden durch neue Schüler ersetzt, die aussehen und heißen wie die Mörder seines Bruders. Jim findet heraus, dass die eigentlich bereits gestorben sein sollen und der Name der angeblichen Herkunfts-Highschool dieser drei ist der Friedhof, auf dem die Leichen begraben liegen. Ja, die Nachforschungen bekommen die Jungen mit, sie drohen ihm, sprechen auf seinen Bruder an und letztendlich wird seine Frau überfahren und die Autobeschreibung passt zu dem Auto, das die Bande damals gefahren ist. Jim geht dann einen Pakt mit einem Dämon oder dem Teufel ein, das ist nicht ganz klar, was genau das für eine Gestalt ist, und stellt den dreien eine Falle. Als Gegenleistung muss er seine zwei Zeigefinger abschneiden und in ein Pentagramm werfen. Die Falle besteht darin, dass er den Geist seines Bruders beschwört und er die gesamte Überfallszene nachstellt. Dabei sterben allerdings diesmal die drei Bösewichte, als sie auf den Bruder einstechen und dann anschließend einfach verschwinden. Und damit endet die Geschichte auch schon. Okay, dann würde ich euch auch hier wieder bitten, einfach frei über die Geschichte zu reden, denn Charakterisierung oder sowas macht ja keinen Sinn. Ja, wobei, die Geschichte ist diesmal ein bisschen länger. Mhm. Die Figuren sind tatsächlich ein bisschen mehr ausgebaut als so in den meisten Geschichten aus Nachtschicht. Jim hat einen Namen, das ist schon mal mehr, als man von anderen Figuren behaupten kann. Und er hat auch tatsächlich ja eine Familiengeschichte, man lernt ihn ein bisschen besser kennen. Gut, die restlichen Figuren bleiben dann auch wieder sehr blass, die Toten und die Lebendigen. Mhm. Aber ich finde, man kann sich hier tatsächlich besser reinversetzen. Naja, wir haben halt hier wirklich diese obligatorische Geschichte, der kleine Bruder, der im Schatten seines großen verstorbenen Bruders steht, der es demzufolge auch eigentlich niemandem so richtig recht machen kann, der sich auch schuldig fühlt für das, was passiert ist. Also wirklich so Klischee-Emotionen, nenne ich es mal. Und der halt auch mit den Ängsten seiner Vergangenheit nie so ganz abgeschlossen hat. Ja, das ist eine Thematik, die bei King ja öfter vorkommt. Genau. Das wird uns noch häufig begegnen. Und ansonsten haben wir halt in dem Fall, kann man fast sagen, eine klassische Geistergeschichte, richtig? Ja. So eine Mischung aus Geister- und Zombie-Geschichte hat mich so ein bisschen an quasi als ein Vorboten an den Friedhof der Kuscheltiere erinnert. Mhm. Und auch hier haben wir wieder krude Beschwörungen und krude Beschwörungsformeln. Wobei die diesmal etwas näher an der, in Anführungsstrichen, Realität, aber zumindest näher am Kanon sind als die Sache mit der Gelatine und der Köterspeise. Aber also ergibt sich zumindest an dieser Stelle etwas mehr Mühe. Ja, Jonas? Ja, viel habe ich nicht zu sagen. Ich fand's ja ein bisschen lieblos dahin gemacht, weil er ruft bei der Polizei in seinem Heimatort an, um sich zu erkundigen, was denn aus dem und dem Polizisten geworden ist. Ach ja, der ist da und da und da hast du auch direkt die Adresse und die Telefonnummer. Ohne irgendwelche Nachfragen. Das, ja. Es war eine einfachere Zeit. Ja, das kann ich vielleicht sogar noch rechtfertigen, wie gesagt. Erstens kenne ich dazu die Ami-Kultur zu wenig und zweitens, die Zeiten waren halt einfach andere. Das könnte ich gerade noch so hinnehmen. Aber diese Tatsache, dass da die Schüler in lustigen Weisen umkommen und dann
mehr oder weniger nahtlos ersetzt werden und keiner redet drüber oder keiner fragt sich irgendwas, ist auch eher ein bisschen komisch. Schon. Ja. Ja. Ich denke, dass King hier wieder sehr auf seine eigenen Erfahrungen eingeht. Ich meine, die Hauptfigur ist wieder ein Englischlehrer, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Und ich denke, dass diese Geister, diese bösen Gegenspieler, sind ja wieder Creaser. Mhm. Also die klassischen schleimigen 50er-Jahre-Figuren, die bei King ja regelmäßig als Gegenspieler auftauchen. Wir hatten es in Carrier schon, in Ace, die Leiche und zig Geschichten begegnen wir ihm wieder. Mhm. Ich habe sogar das Gefühl, dass King seine Zeit als Lehrer oder vielleicht auch seine eigene Schulzeit hier ein bisschen aufarbeitet. Mhm. Dass diese Geister der Vergangenheit, die ihn als Schüler vielleicht gequält haben, die Creaser, jetzt in einer anderen Form in den 70ern jetzt seine Schüler sind. Das sind die anderen Schüler, aber die Verhaltensweisen sind halt all die Jahre gleich geblieben. Mhm. Naja, und vor allem eben auch, er unterstützt ja diese Thematik sehr schön, dadurch eben seine Wiedergänger da ein sehr antiquiertes Sprachbild haben, eben die alten Redensweisen noch benutzen und so weiter und so fort. Was also wirklich so darauf eben wirklich hindeutet, auf den Punkt, auf den du hinaus willst. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist halt im Großen und Ganzen, glaube ich, wirklich so ein Kindheits- und Berufsleben wiederverarbeiten Ding. Es besteht halt eigentlich nur aus Klischees, aber naja. Das finde ich nicht mal. Also die Geschichte ist eigentlich recht atmosphärisch erzählt. Sie baut auch Spannung auf. Nur halt, ich finde, am Ende fällt sie dann doch ziemlich auseinander. Dieses ganze Ritual und dann der Geist seines toten Bruders, ich finde den Schluss ein bisschen misslungen, aber ansonsten gefällt mir die Geschichte eigentlich ganz gut. Was haltet ihr denn generell von dem Ende? Es wird ja so angedeutet, da hat sich jetzt quasi der drei Geister entledigt, aber er hat jetzt das nächste Problem. Wie würdet ihr denn das Ende interpretieren? Das ist gar keine so einfache Frage. Ja, offene Enden interpretieren ist immer ein bisschen schwierig, weil es heißt dann ja auch am Ende, ja, wenn man sie beschwört, manchmal kommen sie zurück. Naja, nee, ich meine, würdet ihr das so verstehen, dass er jetzt quasi den Geist seines Bruders am Hals hat? Oder würdet ihr es so verstehen, dass er den lustigen, blutdurstigen Dämon am Hals hat, den er da beschworen hat? Oder ist es dasselbe? Den Dämon. Und ob der jetzt in Gestalt seines Bruders wiederkommen könnte oder in einer anderen oder auch gar nicht, das ist mir zu spekulativ, da jetzt was zu sagen. Okay. Ich denke auch nicht, dass er den am Hals hat. Ich denke, das ist eine ganz klassische Rachegeschichte. Mhm. Und wenn das erledigt ist, also es deutet für mich nichts darauf hin, dass sich das noch dann in die Zukunft länger zieht. Doch, da war am Ende war irgendein Satz, das weiß ich nicht mehr genau, wie der hieß. Aber am Ende ist so ein Satz, so sinngemäß, ich war mir noch nicht sicher, dass das vorbei ist. Ja, das stimmt, aber vielleicht ist auch nur, dass quasi die Pforte jetzt für diesen Dämon offen ist in unserer Welt. Vielleicht ist auch nur die Verbindung zum Titel. Ja, und es kann halt auch vor allem einfach ein Rückschluss sein. Ich habe zwar jetzt mein Trauma, meine Geister quasi totgeprügelt und mit den härtesten mir zur Verfügung stehenden Mitteln zur Strecke gebracht, aber ob ich damit mein Trauma überwunden habe, das ist immer noch nicht gesagt. So könnte man es vielleicht auch importieren, wenn man wollte. Vielleicht hat er auch ein neues Trauma erst geschaffen jetzt. Genau. Ich glaube, sowas steckt man nicht so einfach weg. Ja, nun, zumindest nicht, die Sache mit den Fingern wird schwierig. Ja. Diana? Wer braucht schon Zeigefinger, wenn er noch Daumen hat? Ist doch alles gut. Ja gut, aber als Lehrer ohne Zeigefinger, das ist, glaube ich, schon ein bisschen hinderlich. Ach, damals gab es noch keine Laserpointer, oder? Also, die Geschichte endet ja damit, dass er sich wirklich fragt, ob der Albtraum wirklich vorbei war. Ist halt so eine Sache. Also ich würde spontan behaupten, die Sache ist, also diese Geisterbeschwörungssache, Bruderbeschwörungssache, die ist abgeklärt. Ist halt nur die Frage, wie er die ganze Geschichte halt eben verarbeitet, weil er hat ja
3 Zombies umgebracht oder wie auch immer das man nennen will. Ob ihm das jetzt so ja seiner geistigen Gesundheit so zuträglich ist, ja, lassen wir mal dahingestellt sein. Und vor allem denkt ja niemand darüber nach, wie er jetzt seinem Direktor erklärt, dass da wieder 3 Schüler fehlen. Ja, das hat ja bei den vorherigen 3 Schülern, die da gefehlt haben, auch niemand interessiert, oder? Ja gut, aber 3 oder 6 ist vielleicht zu der Zeit auch schon ein Unterschied. Ja, aber warum soll er das denn erklären? Er hat damit doch gar nichts zu tun. Aber dem fehlen jetzt 2 Finger, da würde ich vielleicht mal hingucken. Herr Normali, Ihre Tasse ist kleiner geworden. Wo sind denn Ihre Finger? Ja. Ich glaube, so Logikfragen darf man bei diesen Kurzgeschichten, glaube ich, nicht zu viele stellen. Das, dann fällt alles auseinander. Das ist richtig. Bitte? Eine kurze Frage an euch. Was denkt ihr, soll die Sache mit diesem 4. Bandenmitglied, der jetzt Berufssoldat ist? Warum wird er erwähnt? Weil das spielt ja eigentlich gar keine Rolle mehr, oder? Naja, ich würde das so sehen, dass der ja als einziger in der Lage war, seine eigene Vergangenheit als Arschloch zu überwinden und quasi der einzige von all denen war, der seine Dämonen nicht aktiv bekämpft hat, aber der sie überwinden konnte. Und deswegen ist er der einzige, der unbehelligt weiterleben darf. Ja gut, was heißt Dämonen überwinden? Er ist zur Berufsarmee, wo er Leute töten kann, weil er ein Mädchen geschwängert hat und dazu nicht einstehen wollte. Naja, schon, aber er ist halt nicht mehr, also zu der Zeit, gut, bei King in diesen intellektuellen Kreisen wahrscheinlich eher nicht, aber in der öffentlichen Wahrnehmung war ja durchaus so dieser Punkt, der geht jetzt zum Militär, auch wenn er ein Halotri ist, aber als solcher und als Veteran und als Verteidiger unseres Vaterlandes ist er ja jetzt wieder ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Im Gegensatz zu diesen Krieser-Arschlöchern, die eben nur rumgammeln und Leute belästigen. Ich denke, in dem Kontext muss man das lesen. Ich sehe es sogar viel einfacher noch. Das ist einfach eine Methode, das Universum ein bisschen größer zu machen. Weil ansonsten hast du ja wirklich nur Figuren, die in dieser Zombie-Dämonen-Handlung hängen. Durch einfach so, ja, durch ein paar Charaktere, so nebenbei wenigstens, machst du das, die Welt größer. Das stimmt, ja. Ja, okay. Ich hätte vielleicht noch ein paar Ähnlichkeiten zu einer Geschichte, zu der wir bald kommen. Ich denke nämlich, das könnte ein Prototyp zu Ace sein. Die Geschichte wird ja auf 2 Zeitebenen erzählt. Das heißt, wir erleben die Gegenwart und wir erleben die Vergangenheit von Jim, als sein Bruder starb und so weiter. Auch hier kehrt das Böse nach einer gewissen Zeit zurück. Den toten Bruder haben wir auch schon angesprochen. Also ich finde schon einige Ähnlichkeiten, das könnte schon was so im Hinterkopf gebraut haben. Ja, genau. Gibt's jetzt noch Ergänzungen? Ich habe keine jetzt mehr. Jetzt darfst du loslegen. Wie gesagt, kurz zur Symbolik. Hier steckt wieder sehr viel Aberglaube drin. Wir haben einmal das eigentliche Ritual. Ich sagte ja gerade schon, da gibt er sich ein kleines bisschen mehr Mühe als bei der Kurzgeschichte mit dem Mangler und der Götterspeise. Denn es ist zum Beispiel so, dass er während dieses Rituals seinen Schweiß gebraucht als ja Bestandteil halt des Ganzen. Und das ist tatsächlich in der ja Überlieferung oder wie auch immer sehr gerne im Okkulten wirklich damit verknüpft, zum Beispiel aber vor allem mit Liebeszaubern. Jetzt könnte man das mit ein bisschen Fantasie ja so weit assoziieren, die Liebe zu seinem Bruder und so weiter und so fort, hat jetzt mit klassischem Liebeszauber nichts zu tun, aber er beschwört ja seinen Bruder trotzdem in irgendeiner Form herauf und daher macht das schon ein bisschen Sinn, dass er da Schweiß braucht, der vor allem mit Liebeszauber verknüpft ist. Ansonsten wird erwähnt, dass einer der Typen ein Muttermal hat. Und da ist ein oder mehrerlei vieler lustiger Aberglaube damit verbunden. Unter anderem, fasst sich eine Schwangere im Schreck an eine Körperstelle, so bekommt ihr Kind an der Stelle ein Muttermal, wird geglaubt. Außerdem gibt es die Theorie, und das ist an der Stelle wahrscheinlich sehr interessant, dass der Mensch an einer Stelle, wo er das Muttermal hat, in einem früheren Leben eine Verletzung hatte. Jetzt habe ich vergessen, an welcher Stelle der Typ das Muttermal hat. Aber es kann ja durchaus sein, dass quasi dieses Muttermal seine Todesursache quasi markiert. Also diese
letzte Verletzung, die dann dazu geführt hat. Und außerdem... Da möchte ich widersprechen, weil er erkennt das Muttermal wieder. Okay. Von dem Überfall. Und da war er noch nicht tot. Ja gut, aber die Frage ist ja, wenn eine Gestalt, welcher Art auch immer, die Möglichkeit einmal ins Leben zurückzukehren, dann ist ja nicht gesagt, dass er nicht eventuell schon vorher mal ein früheres Leben hatte. Ein Zombie. Genau. Manchmal kommen sie wieder. Aber dann hätten sie sich einmal zeitlich angepasst mit Sprache und allem, beim zweiten Mal nicht mehr. Du weißt ja nicht, wie jung der in der ersten Phase gestorben ist. Doch, die sind, glaube ich, mit diesem Auto... Nein, ich meine in dem ganz ersten Leben, in dem allerersten. Ja, okay. Dann könnte er ja vor einer Sozialisierung gestorben sein. Ja gut, ich konstruiere jetzt ein bisschen weiter hergeholt worden. Aber es würde funktionieren. Aber ansonsten gibt es halt noch die Theorie, dass Menschen mit großen Muttermalen Verbrechen in früheren Leben begangen haben. Also die Muttermalsymbolik fand ich in dem Punkt ganz lustig. Das nur am Rande. Gut. Dann würde ich sagen, habt ihr dazu irgendwas zu den Verwertungen, Flo? Einiges. Die obligatorische Hörbuchfassung natürlich. Aber 1991 kam ein Film raus. Manchmal kommen sie wieder. Und sie kamen wieder. 1996 kam Manchmal kommen sie wieder Teil 2. Und 1999 Manchmal kommen sie wieder Teil 3. Der hat dann eigentlich gar nichts mehr mit dieser Geschichte zu tun, sondern erinnert mehr so an das Ding aus einer anderen Welt. Aber naja, ich weiß auch nicht, warum es in einer Reihe ist. Ansonsten gibt es ja keine größeren Verwertungen. Hat noch jemand irgendwas? Sonst würde ich euch um eure Zitate bitten. Nee. Gut. Ich habe nichts weiteres und auch keine Zitate. Okay. Dann ich auch nicht. Dann würde ich meins erwähnen. Bei der Therapie hatte einmal ein Mann gesagt, dass ein Nervenzusammenbruch so ähnlich sei, als wenn man eine Vase zerbricht und sie dann wieder zusammenklebt. Sie sei dann nicht mehr so wie früher, denn man müsse jetzt viel vorsichtiger mit ihr umgehen. Man könnte keine Blume mehr hineinstellen, denn Blumen brauchen Wasser und Wasser könnte den Leim auflösen. Fand ich ein durchaus interessantes Symbol für die ganze Geschichte. Gut, Querverweise habe ich jetzt in direkter Form nicht gefunden. Wir haben allerdings hier natürlich wieder die obligatorische Wiederholung der Lehrerthematik, die wir schon in Amok haben, die wir in Kerry haben, die wir in Jerusalems Lot ein bisschen haben, die wir in Insomnia haben. Also die Lehrerthematik zieht sich einfach durch. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Zu anderen Büchern wird noch erwähnt Herr der Fliegen und Of Mice and Men als Bestandteil des Lehrplans halt. Fällt euch sonst beides an? Halt große Klassiker der Geschichte. Genau. Nein, direkte Querverweise gibt es nicht. Es gibt halt diese inhaltlichen Sachen wie die Greaser, der tote Bruder und so weiter. Mhm. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Aber direkt in, dass man das mit anderen Geschichten des Universums verbinden könnte, gibt's hier nicht. Okay, dann bitte ich euch um eure Bewertung. Ja, ich fand die Geschichte insgesamt, obwohl es eine Kurzgeschichte war, doch ziemlich langatmig. Vielleicht hätte man ja dieses Ausfüllen der Geschichte mit Charakteren, die nichts zu tun haben, lassen können. Ja, ich wirklich gut unterhalten gefühlt habe ich mich nicht, aber es war okay, deswegen gebe ich auch hier 6 Punkte. Mhm. Diana? Ich überlege gerade noch. Es fällt mir schwer. Ich glaube, ich schließe mich fast Jonas an und gebe 5 Punkte. Mhm. Es war nicht so ganz meins. Flo? Da falle ich wieder aus dem Rahmen, denn eigentlich die Grundidee der Geschichte, dass die Angst aus der Kindheit wiederkommt und dass man sie wieder bekämpfen muss, die ist ja an sich nicht schlecht. Und auch die Idee, dass Schüler sterben müssen, um Platz zu machen für die Untoten, auch das ist eine gute Idee. Und leider ist vielleicht wie bei vielen Geschichten, das Ende macht vieles kaputt. Aber ich hätte mir das auch als längere Erzählung vorstellen können. Also ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich habe mich eigentlich gut unterhalten gefühlt. Ich gebe tatsächlich noch mehr als bei den Lastwagen. Ich gebe 10 Punkte. Du bist gestört, Junge. Eindeutig. Um das Ganze kurz zu machen, ich gebe 5 von 19 Punkten.
denn ich finde die Geschichte völlig nichtssagend, aber wirklich völlig nichtssagend. Das Einzige, was mir ein bisschen den Spaß gerettet hat, dass ich keine Nullpunkte gebe, war eben diese Muttermal-Symbolik, wobei mir die ja Jonas durchaus schlüssig zerschossen hat. Aber man kann sie sich zurecht fantasieren, wenn man möchte. Also wie gesagt, von daher 5 von 19 Punkten und muss reichen, ist schon gelobt. Gut, gibt's noch Ergänzungen in irgendeiner Art? Ich denke, wir können zum Erdbeerfrühling kommen. Dann übergebe ich an der Stelle auch gleich das Wort an dich. Im Original heißt die Geschichte Strawberry Spring. Das ist aus dem Jahr 1976. Die Geschichte ist diesmal nicht in Cavalier erschienen, deswegen bin ich jetzt rausgekommen, sondern in einem Magazin namens Upris. Und vielleicht mache ich gleich noch einen Punkt. King hat zu dieser Geschichte auch ein Drehbuch geschrieben. Sollte bei NBC verfilmt werden. Und ist wegen zu großer Brutalität abgelehnt worden. Jonas, worum geht's denn dieser merkwürdigen Geschichte? Ja, es geht um Ereignisse während eines Erdbeerfrühlings vor 8 Jahren. Da, kurze Erläuterung, wer das nicht kennt, ein Erdbeerfrühling wird in Neuengland bezeichnet, wenn es im Ende des Winters einen Wetterumschwung gibt und dann es recht warm wird. Aber ja, es eigentlich viel zu früh ist und das auch nicht von Dauer ist. Mhm. Das kommt wohl alle paar Jahre mal vor. Und wie gesagt, vor 8 Jahren zum Erzählzeitpunkt gab es so einen. Und jetzt bin ich auch bei der richtigen Zusammenfassung. Ja, der Erzähler berichtet vor einer Mordserie vor 8 Jahren, bei der mehrere Studentinnen umgekommen sind an seinem College. Es gab mehrere Verhaftungen, allerdings mussten die Verdächtigen alle wieder freigelassen worden, nachdem nämlich die Mordserie immer weiter ging, nachdem die schon verhaftet waren. Mhm. Nach dem letzten Mord werden dann die Studenten vorzeitig in die Ferien geschickt und die Ermittlungen verlaufen im Sande. Und dann in der Jetztzeit ist wieder ein Mord geschehen, wieder zu einem Erdbeerfrühling. Der Erzähler weiß nicht mehr, wo er die letzte Nacht war und hat auf einmal plötzlich Angst, seinen Kofferraum zu öffnen. Und ja, seine Frau weint, weil sie glaubt, er sei mit einer anderen Frau zusammen gewesen. Und die Geschichte endet dann mit den Worten: Und mein Gott, ich glaube, sie hat recht. Gut, dann würde ich sagen, besprechen wir die Kurzgeschichte auch wieder in Gesamtheit. Habt ihr denn eine spezielle Meinung zu dem Ganzen? Diana? Ja, es ist, was soll ich dazu großartig sagen? Es gibt, ich war zwischendurch immer ein bisschen verwundert. Es wird immer von Nebel berichtet und so diverse Leute, die zu den Tatzeitpunkten sich nicht mehr erinnern können, wo sie denn da gewesen sind. Dann am Ende halt eben der Typ, der quasi wieder an seinem gleichen College unterrichtet und halt eben auch wieder nicht weiß, wo er zum Tatzeitpunkt war und dann halt eben quasi die Frage im Raum steht, hat er schon zu seiner College-Studierendenzeit ganzen Leute niedergemetzelt, Köpfe abgetrennt, wie auch immer. Mhm. Wird nicht so ganz klar. Okay. Also meine erste Notiz hier auf dem Zettel ist ein Wort mit 10a. Langweilig. Die Geschichte, es soll eine Serienkiller-Geschichte sein, die reihen einfach ein paar Mordopfer aneinander. Es ist langweilig, dieser Überraschungstwist am Ende ist erstmal nicht wirklich überraschend und zweitens sind mir die Figuren so scheißegal, dass sie können machen, was sie wollen. Nein. Dafür ist die Geschichte, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz. Ja, auf jeden Fall. Jonas? Ja, ich fand sie eigentlich irgendwie ganz nett. Ist ja wieder nichts Besonderes. Aber sie war kurz genug, um mich nicht zu langweilen. Naja, was wir vielleicht hier wieder erwähnen müssen, wir haben halt auch hier wieder das Problem des unzuverlässigen Erzählers. Das haben wir ja schon bei Schreckgespenst und ähnlichen Sachen gehabt. Das heißt, das Ganze wird halt aus der Ich-Perspektive erzählt und man weiß halt wirklich nicht,
vertraut der Erzähler sich selbst, beziehungsweise können wir dem Erzähler trauen. Allgemein, dieses Misstrauen ist ein ganz zentrales Element in der Geschichte. Einerseits ist das Wetter trügerisch, andererseits gleichzeitig der Erzähler eben trügerisch. Ob bewusst oder unbewusst irreführend, ist ja dann egal. Aber er traut sich halt selbst nicht. Und eben auch dieses Misstrauen gegenüber dem Wetter, gleichzeitig aber das Misstrauen der Menschen voreinander. Das wird sehr schön beschrieben, während halt diese Morde passieren zu damaliger Zeit, dass eben wirklich mehr oder weniger die Mitbewohner sich gegenseitig eben verdächtigen und niemand dem anderen mehr traut und eigentlich keiner mehr mit dem anderen reden will. Die Geschichte, ich habe ja gesagt, sie ist 76 veröffentlicht worden oder entstanden. Es gibt aber scheinbar eine ursprüngliche Fassung. Also King hat die Geschichte schon früher geschrieben. Die ist bereits in seiner Studentenzeit, 68, entstanden. Das könnte vielleicht erklären, warum ein College hier dann der Schauplatz ist. Aber für mich eines der größten Probleme der Geschichte ist, was hat das Ganze mit dem Erdbeerfrühling zu tun? Warum bringt dieses Wetter den Typen dazu, Leute umzubringen? Ja gut, aber warum bringt der Vollmond den Werwolf dazu, sich zu verwandeln? Das ist halt so. Ist halt so. Ja, da ist wenigstens noch eine Mythologie dahinter. Das hier ist einfach nur... Hier draus hätte eine Mythologie entstehen können. Wäre die Geschichte gut gewesen, was sie nicht ist. Ja. Ein bisschen Mythologie haben wir ja tatsächlich drin. Der Killer ist ja der Springheel Jack. Genau. Das ist ja eigentlich eine recht bekannte Figur. Wird in Deutsch öfter mal als unheimlicher Jack übersetzt oder hat auch diverse andere Namen. Und das ist eine Figur, die aus Großbritannien stammt, aus der englischen Folklore. Und zwar schon aus der Zeit der Königin Victoria. Da hat dieser Jack angeblich verschiedene Menschen angegriffen. Und es gibt Berichte über sein Auftreten. Die ersten wirklich eindeutigen sind aus 1837. Und er ist überall quer durch England gesehen worden dann. Ich glaube, die Hoaxillas hatten mal eine Folge darüber. Also, wenn das mal interessiert. Das ist gut. Das ist ein guter Hinweis. Die habe ich nämlich noch gar nicht gehört, die Folge. Grüße an dieser Stelle an die Hoaxillas. Aber was mir nämlich ganz extrem aufgefallen ist, während ich diese Geschichte las, ich komme ja aus dem Erzgebirge. Also aus dem tiefsten Hinterland, wo nicht mal die Römer hin wollten. Und ich kann mich erinnern, wo ich klein war, hat meine Oma mir immer erzählt, dass sie, als sie noch junge Frau war und noch arbeiten gegangen ist, die hat halt in der Textilindustrie gearbeitet und hat 3 Schichten gemacht und unter anderem eben auch Nachtschichten und musste dann halt auch im tiefsten Winter, wenn es dann schon draußen finster war, wieder heimlatschen. Und die hat mir erzählt, sie wäre als junge Frau vor der sogenannten Hubmännelbande gewarnt worden. Dialekterklärung, Hubmännle ist halt ein springendes Männchen. Oder halt mehrere springende Männchen, wenn sie in Banden auftreten. Also es scheint wohl, dass dieses viktorianische Symbol oder dieses viktorianische Popkulturelement oder wie auch immer man es nennen will, das gibt es wohl in einzelnen Kulturräumen in Deutschland auch. Also ich fühlte mich da zumindest sehr dran erinnert. Ich kam jetzt leider nicht mehr dazu, sie danach nochmal zu fragen, wo ich daheim war. Ich wollte es eigentlich machen, aber ich glaube, sie mag das nicht so gerne aufgezeichnet zu werden. Aber auf jeden Fall, das scheint bekannt zu sein. Wenn da jemand von euch aus seiner Region ähnliche Legenden kennt, das würde mich mal echt interessieren. Haut uns da mal einen Kommentar irgendwie rein oder so und klärt uns da mal auf, ob ihr dieses Symbol aus eurem Regionsraum auch kennt. Das wäre wirklich interessant, weil wenn man das sich so ein bisschen einliest, das scheint ja tatsächlich Popkultur gewesen zu sein. Das muss ja in Großbritannien auch eine sehr, sehr weit verbreitete Figur gewesen sein. Und warum soll sich so eine Geschichte nicht auch aufs Festland übertragen? Wobei der letzte Zwischenfall, der aufgezeichnet wurde, stammt aus dem Jahr 1904. Also seitdem hat man ihn wohl nicht mehr wirklich gesehen. Naja, aber wie gesagt, das kann ja durchaus sein, dass es da auch irgendwelche Nachahmungsgeschichten gab, die dann eben in späteren Zeiten meinetwegen eben in Banden oder was auch immer dann ausgeführt worden sind. Also soweit ich weiß, ging es da bei der Hubmännelbande, die ich kenne, da ging es wohl darum, dass die vor allem junge Frauen eben überfallen haben und ausgeraubt haben. Was ja auch hier wieder relativ nah an der Geschichte wäre.
Aber wie gesagt, wenn ihr sowas kennt aus eurem Kulturraum, dann sagt mir mal Bescheid. Das würde mich echt interessieren. Und die Folge mit den Hoaxillas, wenn ich sie finde, verlinke ich die. Ansonsten hattest du gerade noch die Frage nach dem Wetter aufgeworfen. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur Kings Wetterspleen, das Böse mit Natur zu verbinden. Also haben wir ja, wie gesagt, schon mit Shining und so weiter. Nebel und Schnee sind halt sehr oft verwendete Motive für die Vernebelung des Geistes und ähnlichen Blödsinn. Also ich glaube, das ist wirklich nur reine Fingerübung, die er da macht. Gut. Gibt's Ergänzungen von euch? Ich denke, ich habe alles zu der Geschichte gesagt, was ich sagen kann, ohne ausfallen zu werden. Okay. Ja, sie ist auch so kurz. Ich glaube, es ist alles gesagt. Zumindest alles, was mir gerade einfällt. Okay. Diana? Da kann man nicht mehr allzu viel zu sagen. Da ist wirklich quasi alles zu gesagt. Okay. Habt ihr denn ein Zitat? Nö. Nö. Dann, wie immer ich habe sogar zwei. Das erste, man kam nämlich sehr schnell auf merkwürdige Gedanken, wenn man zu lange in dieselben Gesichter sah. Und der zweite Satz, der mir gefallen hat, Teil einer Ehe, die in Blut vollzogen war. Ja, ich mag Pathos. könnt ihr denn was sagen zu den weiteren Verwertungen? Gab's da bestimmte? Das obligatorische Hörbuch gab's und aus dem Drehbuch von King wurde zwar nichts, aber 2001 entstand ein Dollarbaby zu dieser Geschichte. Gut, dann würde ich noch kurz zu den Querverbindungen gehen. Es gibt einmal die Geschichte der Musterschüler. Da ist ein Kurt Dusander und der zählt der listet halt mehrere große Mörder auf. Und da findet sich eben unter anderem auch dieser Springheel Jack. Also das scheint wirklich so ein popkulturelles Element gewesen zu sein. Und ansonsten haben wir halt wieder diese inhaltlichen Verbindungen mit Nebel und Schnee und Wetter als Böses und so. Was wir eben, wie gesagt, zum Beispiel schon bei Shining hatten. Eben auch bei der Nebel und so weiter und so fort. Fällt euch noch eine andere Querverbindung ein? Ich denke, da ist sonst auch nichts mehr drin. Wie gesagt, die Geschichte ist natürlich auch sehr kurz. Okay, dann bitte ich euch um eure Bewertungen. Ja, ich fand sie, wie gesagt, gar nicht so schlecht und auch kurz genug, um ja mich nicht zu langweilen. Deswegen gebe ich diesmal 8 von 19 Punkten. Jana? Also von den dreien ist es die mir am wenigsten gefallen hat, weil ich das nicht so ganz nachvollziehen konnte. Ich gebe 3 Punkte. Wow. Mhm. Ich habe Nachtschicht schon mehrfach gelesen und ich erinnere mich an die meisten Geschichten. Und bei der hier vergesse ich immer, worum es geht. Und so ist die Geschichte auch. Die ist für mich absolut vergessbar. Ich gebe 2 Punkte. Mehr kann ich wirklich nicht. Okay. Ich würde dir an dem Punkt zustimmen, dass das eigentlich eine fürchterlich nichtssagende Geschichte ist. Allerdings habe ich noch in guter Erinnerung, dass es noch viel schlimmere gibt in Nachtschicht. Die noch viel, viel, viel schlimmer sind. Deswegen scheue ich mich, da noch weiter runterzugehen. Ich würde dem trotz allem Punkte geben, weil ich halt wirklich diese Popkulturfigur mit Springheel Jack und so weiter ganz interessant fand. Aber das ist auch der einzige Grund, weshalb ich mich zu 5 Punkten hinreißen lasse. Gut, dann haben wir eigentlich für diese Kurzgeschichten unsere Pflicht getan, würde ich sagen. Sofern euch nichts einfällt. Nein. No. Vollkommen leer. Gut. Das liegt am Wetter. Dann, ja, das liegt am Wetter und das liegt vor allem auch echt an den Geschichten, weil da kannst du nicht viel rausholen. Nun gut, dann würde ich noch ganz kurz ein bisschen Hausmeisterei machen. Wir werden in der nächsten Folge wieder Nachtschicht behandeln, nämlich die 3 Geschichten Der Mauervorsprung, Spätschicht und Quitters Inc., wenn ich mich nicht täusche. Und ja, das ist korrekt. Dafür haben wir auch schon einen Gast. Ich hoffe, diesmal klappt das auch mit uns. Wir hoffen, ihr hört uns weiterhin zu und wir hoffen, ihr habt euren Spaß an uns und mit uns. Und wenn ihr bei anderen Kurzgeschichten oder bei anderen Romanen vielleicht sogar mitmachen wollt, dann guckt doch bitte auf unserer Homepage. Da seht ihr die Leseliste. Da seht ihr, was schon vergeben ist und wo ihr noch mitmachen könnt. Ihr braucht technisch nichts weiter. Ihr braucht bloß irgendwas zum ins Internet reinlabern, also ein Mikrofon oder ein Headset oder sowas und irgendwas, um eben Dinge aufzunehmen.
Skype wäre noch nötig und ansonsten wären wir für euch jederzeit bereit. Ihr könnt uns anschreiben per Mail oder per Twitter oder per Facebook und wir sind da zu jeder Schandtat bereit. Also wenn ihr Lust habt, mit uns zu podcasten, wir würden uns sehr freuen. Gut, dann noch einmal vielen Dank an Diana, dass sie so kurzfristig eingesprungen ist. Genau. Immer wieder gern. Und wir freuen uns auf dich in der nächsten offiziellen Folge. Also in der nächsten offiziellen Folge mit dir, die irgendwann später, in der nächsten Zeit ist. Später, theoretisch dran ist, genau. Ja. Aber wir freuen uns auf dich. Gut, dann bedanke ich mich, wie gesagt, bei Diana. Tschüss. Bei dem Flo. Tschüss. Und bei Jonas. Auf Wiederhören. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Folge. Ciao. Thank you.